Am Ende unserer Recherche stehen wir vor dieser Kirche, dem Sitz von Gloria TV. Gefilmt von gottesfürchtigen Aktivisten. Das Ziel, die Abwehr kritischer Berichterstatter. Das Ergebnis ist kurz danach im Internetportal zu sehen. Herzlich willkommen bei Gloria Global, Schweiz. Vor und nach der gestrigen Sonntagsmesse versuchte der Spiegel-TV-Journalist Hendrik Föhringer in Begleitung von zwei wuchtigen Kameramännern die vorwiegend weiblichen Mitarbeiter von Gloria TV einzuschüchtern. Während seines Einsatzes wurde Föhringer einem Helfer von Gloria TV gegenüber handgreiflich. Der Spiegel-Kameramann tat es ihm nach. Er bedrängte eine Gloria-Mitarbeiterin. Am Ende werden uns sogar Nazi-Methoden unterstellt. Nichts davon ist wahr, alles reine Propaganda. Gloria TV ist eine Art YouTube für Strenggläubige. Hier wird gegen Homosexuelle, Abtreibungsbefürworter oder christliche Reformer gehetzt. Gloria TV steht für eine antidemokratische Haltung. Also alles, was mit offener Gesellschaft zu tun hat, ist für Gloria TV eine Gefahr. Unsere Recherchen hatten ergeben, dass die Hintermänner in der Schweiz sitzen. Wir machen uns auf den Weg nach Ilanz im Kanton Graubünden. Hier ist die Gloria TV Productions im Handelsregister eingetragen, zumindest offiziell. Schönen guten Tag, wir suchen Gloria TV. Wer suchen Sie? Gloria TV. Ja, das ist. Da ist nur eine Reklame. Das ist eine Reklame? Ja, das ist in Sedrun. Das suchen Sie in Sedrun. Hier sitzt gar keiner? Nicht hier. Das ist nur Reklame am Schaufenster. Vor drei Wochen diffamierte Gloria TV in seiner Nachrichtensendung sechs Bischöfe und Kardinäle mit Hakenkreuzen. Die Geistlichen hatten sich für die Pille danach ausgesprochen. Für Gloria TV offenbar so etwas wie eine Todsünde. Vor Gott sind diese Bischöfe persönlich für die Kinder verantwortlich, die durch die Pille danach in den katholischen Krankenhäusern getötet werden. Auch der Bischof von Münster, Felix Genn, wird in die Nähe der nationalsozialistischen Selektion gestellt. Schönen guten Morgen, Herr Bischof. Ja, Roman Lehberger von Spiegel TV. Bitte? Von Spiegel TV. Ah ja, und was nehmen Sie auf? Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen zu Gloria TV. Haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, dass Sie da diffamiert werden als Nazi? Das höre ich zum ersten Mal. Wirklich? Ja, wirklich. Das sehe ich zum ersten Mal und höre zum ersten Mal. Schauen Sie mal, was sagen Sie dazu? Entsetzlich. Das ist das Letzte, was ich wäre. Ne? Wie oft habe ich schon gegen Rechts Stellung genommen? Ja, Sie, ne? Die machen das, weil Sie die Pille danach befürwortet haben. Ach so, dann sind Sie nicht ganz gescheit. Unsere Suche nach den Verantwortlichen führt uns schließlich ins schweizerische Rueras. Hier predigt der Pfarrer Reto Ney, der als Mitbegründer des Portals gilt. Ist der Pfarrer da? Ist schon drinnen, ja. Ist schon drin? Ja, wir sind schon reingehen. Dürfen wir schon mal reingehen? Ja, ja. Wir nehmen die Einladung an. Guten Abend. Der Empfang ist freundlich. Wir sind eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst da. Niemand stört sich an der Kamera. Wir suchen den Dialog. Nicht mit Gott, aber mit dem Pfarrer. Schönen guten Abend, Herr. Wir wollten uns erst mal vorstellen. Ja, kein Pflichtfilm in der Kirche. Streng verboten. Hier drin ist streng verboten? Hier ist nicht in der Kirche. Nee? Okay, dann gehen wir raus. Wir wollen uns ganz kurz vorstellen. Ja, wir sind von Spiegel TV aus. Nicht schon in der Kirche, bitte schön. Ja, wir gehen raus. Alles gut. Ja, da holt er nicht schlagen. Das sind wir ganz normal. Aber wir wollen uns ganz mal. Ganz voll. Wir wollen uns mal vorstellen. Normalerweise ist Reto Ney Kameras gegenüber sehr aufgeschlossen. Seine Predigten lässt er gerne filmen und stellt die Clips anschließend ins Netz. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass die deutschen Bischöfe für jedes Kind persönlich verantwortlich sind, das durch die Pille danach in ihren Krankenhäusern getötet wird. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute schweigt er lieber. Dafür taucht vor der Kirche dann ein weiterer Gloria TV-Mitarbeiter auf. Er beginnt zu filmen. Kein Problem für uns. Doch der Mann greift immer wieder in unsere Kamera. Wir können uns ja mal gegenseitig vorstellen. Wir sind von Spiegel TV. Mein Name ist Hendrik Föhringer. Wie heißen Sie denn, wenn Sie so filmen, öffentlich? Wer sind Sie denn? Stellen Sie sich doch mal vor, wenn Sie filmen. Wollen Sie nicht?
Können Sie nicht sprechen? Der Mann heißt Markus Doppelbauer und ist ebenfalls Pfarrer. In seinem Nebenberuf bei Gloria TV kümmert er sich um die Internetserver des Portals. Doppelbauer gilt als Hardcore-Katholik, der unter anderem an einer Kampagne gegen einen Wiener Gynäkologen beteiligt war. Vor dessen Klinik für Schwangerschaftsabbruch und Familienplanung veranstaltete Doppelbauer eine Teufelsaustreibung. Religion wie im tiefsten Mittelalter. Weiche Satan, du Erfinder und Lehrmeister allen Truges, du Feind des menschlichen Heiles. Anschließend kam Weihwasser zum Einsatz gegen den Satan und das Selbstbestimmungsrecht der Frau, was für den Pfarrer offenbar dasselbe ist. Wir sprechen über Skype mit Christian Fiala, dem ärztlichen Leiter der Praxis. Über mehrere Jahre versammelten sich Gruppen sogenannter Lebensschützer vor seiner Tür und belästigten Patientinnen. Hier ein selbstgedrehtes Video des Arztes. Die haben sie zum Teil festgehalten, haben gesagt, nein, Mama, geh dann nicht hinein, bring dein Kind nicht um. Sind denen zum Teil in der Straßenbahn nachgelaufen und haben dann quer durch die halbe Straßenbahn gerufen, warum hast du dein Kind umgebracht? Ich habe jahrelang Drohmails, zum Teil auch mit mehr oder weniger expliziten Mordandrohungen bekommen. Rechtsanwalt Georg Bürstmeier hat Fiala juristisch beraten. Doch strafrechtliche Schritte sind schwer durchzusetzen. Denn obwohl Gloria TV in der Schweiz angemeldet ist, liegt der juristische Sitz im fernen Moldawien. Man könnte gegen einzelne Personen von Gloria TV und gegen Gloria TV an und für sich vorgehen, wäre diese Plattform rechtlich in Europa angesiedelt, in der Europäischen Union angesiedelt. Die haben sich aus gutem Grund außerhalb der Europäischen Union angesiedelt, weil man ihnen dort fast nicht beikommt. Folgerichtig führt unsere nächste Reise nach Belz in den Norden Moldawiens. Hier hat Gloria TV also seinen Hauptsitz. Wo ist bitte Khatinskaya Straße 26? Khatinskaya? Es gibt das Haus 26-4. Irgendwo hier, ich weiß es nicht. Fragen Sie lieber da drüben. Nach ein paar Stunden sind wir endlich am Ziel. Im Handelsregister ist allerdings nicht von einem Internetportal die Rede, sondern unter anderem von einem Handel mit Toiletten- und Kosmetikartikeln. Nachfrage im benachbarten Reisebüro. Sagen Sie, wo finde ich hier Gloria TV? Wissen Sie, dafür muss ich erst unseren Vermieter anrufen. Es gibt da oben ein Schild. Aber ich rufe lieber den Hausbesitzer an und frage, was da oben wirklich ist. Die Wohnung, in der Gloria TV angeblich angemeldet ist, wird von einem jungen Paar bewohnt. Der Vermieter kommt. Wozu wird hier gedreht? Nehmt die Kamera weg. Habt ihr nicht genug in Zitronen abgekriegt? Was meinen Sie damit? Reichte es in der Schweiz nicht aus? Die Mieter in dieser Wohnung haben mit Gloria TV nichts zu tun. Und wer hat damit zu tun? Diejenigen, die in der Schweiz sind, die haben damit zu tun. Wir sind zurück in der Schweiz bei den scheuen Mitarbeitern von Gloria TV. Nachfragen sind hier weiterhin unerwünscht. Auch sonst werden wir massiv an unserer Arbeit gehindert. Im Internet hört sich das anschließend so an. Am Sonntag belagerte ein Spiegel-TV-Kamerateam unter Hendrik Föhringer die Eingangstüre der katholischen Kirche in Sedrun in der romanisch sprechenden Schweiz. Am Abend zuvor hatten Föhringer und seine Männer die Zweitkirche im Nachbardorf Rueras gestalkt. Der Spiegel-Stalker fühlt sich als Opfer. Also Nächstenliebe, Toleranz, Barmherzigkeit, stelle ich mir anders vor. Na gut, wir packen was. Jo. Na, tschüss, Herr Doppelbauer. Du sollst nicht lügen, lautet das achte Gebot. Für die angeblich so gottgläubigen Katholiken von Gloria TV sollte das auch gelten. Da hilft nur der Gang in den Beichtstuhl.